Wo bin ich? Tu, was immer du willst. Schlage und foltere alle Sünder. Sie gehören nun alle dir. Ab 18 Jahren. Oh boy, das ist einfach die Beschreibung vom Spiel. Ich muss Leute foltern und da es ein App-Spiel ist, wette ich werde heute viel Geld verlieren. Also hinterlasst auf jeden Fall eine Bewertung und schreibt Hashtag RIP in die Kommentare. Hashtag RIP für mein Portemonnaie. Oh Mann, das ist so eine Kacke. Und wieso stand da bitte sehr ab 18? Baue einen Arbeitsplatz. Popo-Schlagestation. Das Spiel geht um Folter. Ich will's nur mal sagen. Unsere erste eigene Foltermaschine. Oh mein Gott, ist das gestört. Wir sollen das jetzt hier ziehen. Und dann schlagen wir ihn auf den Popo. Was zur Hölle? Der ist aber ziemlich braun. Das könnte ja theoretisch ich sein. Wir sollen jetzt 20 Seelen sammeln. Jedes Mal, wenn wir schlagen, bekommen wir eine einzige. Easy Mission. Upgrade your equipment. So früh sollen wir unsere Popo-Schlagestation schon upgraden. Wir bringen sie auf Stufe 2. Obwohl, warte mal. Auf Stufe 6? Was zur Hölle? Sammel 1000 Seelen. Vergesse nicht, neues Equipment und Upgrade zu kaufen. Okay, wie zur Hölle? Und ich darf zur Hölle sagen, weil wir gerade in der Hölle sind. Soll ich 1000 verdammte Seelen sammeln? Ich bekomme die ganze... Warte mal, ich bekomme die relativ schnell, um ehrlich zu sein. Ach so, weil wir es auf Stufe 6 geupgradet haben, bekommen wir jetzt immer 6 Seelen auf einmal. Aber wir können uns dieses Ding hier kaufen. Den Kochtopf mit den kleinen weißen Kindern, die bald nicht mehr weiß sein werden. Ihr wisst, was ich meine. Tut nicht so, als wäre ich ein Rassist. Die bauen wir auch mal. Oh mein Gott, das Spiel könnte mir ehrlich gesagt gefallen. Wie viele Seelen bekommen wir dafür? 15 Stück auf einmal? Das ist ja der Wahnsinn. Obwohl, bei dem Ding können wir nicht swipen. Da können wir nur Seelen einsammeln. Swipen müssen wir hier die ganze Zeit. Der arme Junge, der die ganze Zeit auf den Popo bekommt. Aber so sollten wir Seelen relativ schnell sammeln. Mit 720 Seelen können wir uns ja schon das nächste Gebäude bauen. Ich frage mich, was das sein wird. Aber wir sollten uns trotzdem auch um unsere Mission kümmern, 1000 Seelen zu sammeln. Ich kann das Equipment ja theoretisch upgraden. Warte mal. Das kostet 60 Seelen. Ich upgrade das jetzt mal ein kleines bisschen auf Stufe 4. Das heißt, wir bekommen jetzt immer 30 Seelen auf einmal. Wahnsinn! Damit können wir wirklich viel anstellen. Warte mal. Ich bekomme sogar mehr als 30 Seelen. Ich bekomme 60. Wie geil ist das? Aber jetzt werde ich erstmal nicht upgraden. Ich werde auf diese 720 sparen, damit ich mir das nächste Gerät kaufen kann. Mal sehen, was das sein wird. Sammel 1000 Seelen. Ich bin doch schon dabei. Jesus. Warte mal, wir haben jetzt gleich 720 Seelen. Let's go. Komm schon, bitte. Wir können uns das nächste Gerät kaufen. Dieses Geräusch. Oh, ich weiß, was du meinst. Ja, das Geräusch ist Folter. Ich kaufe das mal. Ich frage mich, wie viel Seelen mir das geben wird. Wahrscheinlich ja sogar mehr als 60, obwohl unser Topf schon geupgradet ist. Wir könnten ja gleich weiter upgraden, aber ich würde mir auch ziemlich gerne andere Sachen kaufen und vor allen Dingen die Mission erfüllen, 1000 Seelen zu sammeln. Sammel 1000 Seelen. Ich hab's verstanden, Mann! 360 Seelen bekommen wir dafür. Das ist geil. Oh mein Gott, wir brauchen auf jeden Fall immer neue Sachen, aber die nächsten Sachen sind alle so mies teuer. 42k. Das wird selbst mit der Scheibe Ewigkeiten dauern. Ich meine, ich habe jetzt gerade mal 1k bekommen. Wir haben die Mission erfüllt. Was ist das hier? Soul Collecting. Auto Soul Collecting. Warte mal, heißt das, wir müssen nicht mehr klicken, um die Seelen einzusammeln? Ich würde mal sagen, das kill ich auf jeden Fall. Das hört sich verdammt gut an. Obwohl, der sammelt doch nicht automatisch die Seelen. Was soll es das hier? Verdoppelt deine Produktionsfähigkeit für 4 Stunden. Oh, Werbung! Aber wir müssen das machen. Ihr wisst, was ich meine. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so gut ist. Jetzt haben wir hier unten einen kleinen Wärter, der sorgt dafür, dass die Leute mehr arbeiten. Das heißt, ich sollte jetzt mehr Seelen bekommen oder ich sollte sie schneller bekommen. Was ist das hier unten? Okay. Ich weiß nicht, was das... Okay.
Jeder Freund gibt dir 1% Profit. Darauf habe ich keine Lust. Unsere nächste Mission ist es, 10.000 Seelen zu collecten. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal was upgraden. Ich würde das hier auf Stufe 3 upgraden, was schon mal ziemlich gut war. Damit bekommen wir auf jeden Fall mehr Seelen. Ich frage mich, was wir mit den Gems anstellen können. Alle Profite mal 2 für immer. Das hört sich gut an. Summon the boss without discrediting your equipment. Okay, kein Plan, was das ist. Aber wir beschwören einen Boss. Das ist mir 9,99 Euro wert. Erstmal verdoppeln wir unsere Profite für immer. Oh mein Gott, wir können sie sogar nochmal verdoppeln. Aber ich würde zuerst gerne den Boss beschwören, ne? Und als nächstes verdoppeln wir sie nochmal und verdoppeln wir sie nochmal. Das heißt, wir bekommen jetzt so verdammt viel Profit. Das sollte sich normalerweise lohnen. Die Frage ist, wo ist der Boss? Der Supervisor ist hier. Verdoppel deine Profite für 6 Sekunden. Sowas brauche ich nicht. Ich habe meine Profite so oder so jetzt verdreifacht oder sogar vervierfacht. Und wir haben gleich wieder genug Geld für die nächste Maschine. Sobald das Ding... Oh mein Gott, das Ding gibt mir immer 20.000. Wie geil ist das denn? Die nächste Maschine, Gluttony. Oh, der füttert mich, bis ich sterbe, oder was? Das ist keine Folter, ich würde jemanden bezahlen, der das für mich macht. Ich kaufe das Ding. Mal sehen, wie viel Geld wir durch Gluttony bekommen werden. Das Ding dauert ja Ewigkeiten. Die Leiste schreitet gar nicht voran. Und wir haben schon wieder über 40.000. Aber wir brauchen leider ein paar Millionen für das nächste Gerät. Soul Collector. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der bringt. Aber ich upgrade den jetzt mal ein kleines bisschen. Irgendwas muss er ja im Endeffekt bringen. Oh, warte mal, ich glaube, er schlägt den hier unten automatisch. Das ist ja richtig nice. So mache ich passiv extrem viel Geld. Wir kriegen fast 1 Million für den hier. Wahnsinn, was ist Gluttony für ein Monster? Was zur Hölle ist das hier? Ein höllisch gutes Angebot. 500 Gems, 2 Billionen Seelen. Ein neuer Arbeitsplatz und dreifach Profit anstatt zweifach. Oh, ich muss es tun. Ich wäre kein wahrer YouTuber, würde ich das Angebot nicht annehmen. Ich bekomme komische Puzzleteile, 4 Stück. Schalten wir das so frei? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Da unten haben wir jedenfalls die Frau. Die gibt mir jetzt dreifache Profite. Und wir haben so viel Geld. Oh mein Gott, was kaufen wir uns jetzt als erstes? Ich glaube, wir können uns nur das hier kaufen. Das Hamsterrad, oh Gott, das ist wirklich Folter. Und wir haben neue Locations freigeschaltet. Ich frage mich, was das bringen soll. Wir können das Wheel spinnen. Aber das will ich nicht, wenn ich dafür wieder Werbung schauen muss. Darauf habe ich einfach gerade keine Lust. Wir haben immer noch 1,9 Billion Money. Können wir uns noch irgendwas kaufen, ist die Frage. Es sieht irgendwie nicht danach aus. Was ist das hier? Oh, das ist der andere Arbeitsplatz. Es gibt 3 verschiedene. Wir können uns das Ding jetzt kaufen. Gibt uns das irgendwie Geld? Wir können jetzt auch noch den Boss beschwören. Hä? Ich bin ein kleines bisschen überfordert. Was soll mir der Boss bringen? Swipe, swipe, swipe steht da. Was soll ich... Ach so. Get Apples. Ich bin ein kleines bisschen überfordert gerade. Ich habe 211 Äpfel bekommen. Damit können wir uns jetzt auch verschiedene Sachen kaufen. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder zurück an den anderen Arbeitsplatz. Ah, ich verstehe. Der Boss ist sowas wie ein Prestige-Modus. Jetzt habe ich Äpfel. Und was bringen mir genau die Äpfel? Damit kann ich bestimmte Sachen kaufen und Sachen freischalten. Durch die Äpfel bekomme ich Profitbonus. Das ist ja ganz einfach zu verstehen. Jetzt können wir die ganzen alten Sachen wieder richtig schnell aufbauen. Also so schwer ist das Spiel jedenfalls nicht. Ich habe meinen Hänger und ich liebe eigentlich so welche Klickerspiele. Aber leider ist das ein App-Game. Aber Leute, Hashtag mehr, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt. Leute, ich ändere es. Hashtag Teufel, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.